geilste Regionalliga Deutschlands. Nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und damit geht's ab. Schalke in Weiß beginnt von rechts nach links. Wuppertal in den dunklen Jerseys. Ihnen und euch viel Spaß bei dieser Partie der Regionalliga West hier auf Sport Total. Tarek Dammer. Und jetzt kommt der Eckstoß wieder hoch. Gut. Und der fällt dann hinein. Wuppertal mit dem 1:0. Per Eckstoß. Und dann die Bogenlampe hinten rein. Das müsste eigentlich, wenn ich ganz verguckt habe, Kevin Pütlik gewesen sein. Vielleicht wird es ja noch was jetzt in dieser Schlussphase ersten Halbzeit mit dem Ausgleich für Schalke. Die machen jetzt mörderischen Druck zum Teil. Und es gibt wieder diese spezielle Variante. Einige gehen raus, laufen wieder rein. Ball kurz gespielt und jetzt Ablage. Und dann sitzt der. Und es ist der auffälligste bei Schalke. Joey Müller mit dem 1:1. Das war kreativ gemacht. Da sind wieder einige reingelaufen. Da wurde der Ball flach gespielt. Mal abgelegt. Und dann direkt Abnahme vom 22-Jährigen zum 1:1. Jetzt Benchop. Da ist niemand mehr. Man kann den Ball nicht kontrollieren. Deshalb Van der Sloot steht dann gegen Benchop. Charles und Benchop. Peitz. Abschluss. Dreich lässt ihn prallen. Und Wuppertal staubt ab. Nackenschlag für die Hausherren. Der Schuss von Peitz nur nach vorn abprallen gelassen von Justin Dreichel. Und Wuppertal nutzt das aus. Einmal mehr ein Treffer in der Schlussphase vom Aufstiegsaspiranten. Und zuvor auch stark von Charlies und Benchop, wie er das Ganze eingeleitet hat. Zunächst der Ball geklärt aus der Mitte von Pütlik. Lasogga gestört, Benchop legt ab, stark mit all seiner Erfahrung. Gegenstoß jetzt. Šarić. Und der Schuss sitzt! Simir Šarić mit dem absoluten Traumtor für Wuppertal, der hier den Schlusspunkt setzt. Das 3:1 durch eine Granate vom 25-jährigen Neuzugang. Das i-Tüpfelchen auf dem Sieg des Wuppertaler SV im Parkstadion an diesem Freitagabend. Dritter Spieltag Regionalliga West. Das Spiel ist vorbei. Tarek Dammer pfeift hier nicht mehr an. Denn schöner kann man, zumindest wenn Wuppertaler ist, ein Spiel nicht beenden als mit diesem Strahl von Senior Šarić. Da sind beide Mannschaften und es kann losgehen gleich mit dieser Partie, die, ich will nicht sagen, richtungsweisend wird, aber... Und ihr wisst, was das heißt. Koruk legt ihn in die Mitte und dann ist der Ball auch regulär drin. 54. Minute, Ömer Usun. Und jetzt zählt's. Wir schauen drauf. Mit einem langen Ball. Die Abwehr komplett ausgehebelt. Meier steht im Nirgendwo. Und dann macht Ahlen sein erstes Saisontor. Und es steht 0:1. Bei RWA. Mit 4:24 Toren. Braun mit der Möglichkeit. Da ist Kleefisch ausgleich. 57. Spielminute. Die Freude hat nicht lang gehalten. Und das hat sich Marc Kleefisch redlich verdient. Wir schauen drauf auf diesen klasse Spielzug, da lässt sich Zuda ist es, zu leicht abkochen und Kleefisch rums, den hat Brüseke nur gehört. 1:1 der Spieler mit der Nummer 10, Marc Kleefisch.
Die ist sehr gut und es steht 2:1 für den FC Wegbergweg. Und ich habe eben noch gesagt, dass Marc Kleefisch nicht der Allergrößte ist. Und dann köpft er hier das 2:1, weil ausgerechnet Robin Brüsicke hier diesen Fehler macht. 67. Spielminute, das Spiel ist gedreht. Wir schauen drauf, die Ecke von Daniel Braun. Und dann Brüsicke weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Und Marc Kleefisch. So, und jetzt warten wir darauf, dass Lütke Kabenberg diese Partie anpfeift. Rödinghausen ganz in weiß in der ersten Hälfte. Von rechts nach links. Düren in dunkelblau. Von links nach rechts. Rödinghausen hat ja diesen Achtungserfolg dann noch gegen Meppen bei der Generalprobe, wo man 8:0 gewonnen hat. Gucken wir nochmal auf Kurzen. Töpken holt sich den Ball. Drehung, Tor. 1:0 für den SV Rödinghausen nach 14 Spielminuten. David Winke hatte den Ball doch schon eigentlich geklärt. Setzt sich da gut gegen Kurzen durch, behauptet den Ball. Und dann verliert er ihn unnötig. Immer noch keine Düren-Fans gesehen, jetzt aber Fair. Fair geht hier in den Strafraum. Töpken muss abschließen. Das 2:0. Und wieder ist es die Nummer 9, der Neuzugang. Thilo Töpken. Was eine Story, was ein Start für ihn persönlich. Unfassbar viel Platz für Fair, der eingewechselt wurde und seitdem für sehr viel Unruhe sorgt. Und Töpken hat da leichtes Spiel. Läuft doch mal gegen die Laufrichtung des Verteidigers und dann trifft er zum 2:0. Und jetzt wird es ganz schwierig für Düren. Rot-Weiß Oberhausen im Gästegrün. Satt wie der Rasen von links nach rechts. Los geht's. Munsters gegen Montag. Montag behauptet sich. Scharf rein, Balken auf Kreier, Tor. Der zählt, natürlich zählt er. Das werden wir jetzt in der Wiederholung nochmal sehen. Montag, scharf rein, Balkenhoff lässt den fallen. Und in dem Moment, wo der Ball auf den Boden kommt, ist Kreier da und abgewichst und spitzelt den aus den Händen von Christopher Balkenhoff. Der linke Fuß, gelbe Schuhe, kann er die Bananenflanke reinbringen? Macht er gut! Das 2:0 für RWO. Passend zu unserem Format Bananenflanke bringt der Ozan Kefkir diesen Freistoß da rein. Wie die berühmt-berüchtigte Bananenflanke. Und dann müssen wir mal gucken, wer es am Ende gewesen ist. Und da stehen wieder Stoppelkamp und Kefkir bereit. Kurz ausgeführt, Ozan Kefkir. Kleinsorge. Chippt den Ball gut rein. Stappmann aus dem Hintergrund. 3:0. Tim Stappmann mit seinem Treffer zur Rückkehr. Rausgeklärt in die Mitte und Stappmann fackelt nicht lange. Und Christopher Balkenhoff kann den Ball nur hinterher gucken. Und spielen sie es ruhig und sauber hinten rum. Ezekwem mit dem Fehler. Kotrell Ezekwem, Viktor Meier. 1:3. Und noch 21 Minuten zu spielen. Kotrelli Sekwe mit dem Stockfehler. Und Elias Demir Aslan geht dann dazwischen. Legt ab auf den Top-Torjäger der letzten Saison, Viktor Meier. 1:3. Stoppelkamp, Ruskis. Und man hat immer das Gefühl, wenn Oberhausen einen Angriff sauber zu Ende spielt, dann steht es hier 4:1. Wie hier, Stoppelkamp, Rekscher!
Was für ein fantastisches Tor. Rino Rekscha, 88. Minute, Deckel drauf. Und dieser Treffer lebt von der Einzelaktion von Moritz Stoppelkamp. Chippt den Ball über die Abwehrreihe von Lippstadt in den Lauf von Rino Rekscha. Und der fackelt nicht lange. Und beendet hier jegliche Hoffnungen in Rot und Schwarz. Da sieht man die Shirts mit der Nummer 25 auf dem Rücken. Gute Besserung, Iskender Aslan. Oberdorf wird einfach nicht angegriffen. Was macht er? Legt raus. Zu Bunk. Skolik ist groß mit dem Kopfball und das 1:0 für Fortuna Düsseldorf. Kilian Skolik heißt der erste Torschütze für die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf in dieser Saison. Und das ging zu einfach. Wir schauen auf die Wiederholung. Da kommt die Flanke rein und dann ist es Skolik, der einköpft. Oberdorf vorher nicht angegriffen und dann die Flanke von Bunk. Zwei der neuen oder quasi drei neue, die miteinander für das Tor sorgen. Bunk, Oberdorf mit dem Tunnel. Ball kommt nochmal in die Mitte, wird nicht final geklärt und das ist das 2:0. Tim Oberdorf in der vierten Minute der Nachspielzeit mit dem 2:0. Und das ist auch der Pausenstand. Da bekommen die Wiedenbrücker den Ball nicht geklärt. Und dann ist es Tim Oberdorf mit dem 0:2. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Ja, das ist unzureichend geklärt. Da darf man nicht querlegen. Irgendwie raus aus dem Strafraum. Aber doch nicht so, liebe Wiedenbrücker Defensive. Und dann darf der Zweitliga-Profi einschieben. Rechmann bringt den Ball flach hinein. Der wird verlängert und ist drin. 3:0 für Fortuna Düsseldorf in der 53. Spielminute. Da konnte ich jetzt auf die Schnelle gar nicht erkennen, wer der Torschütze war. Aber sie bedanken sich bei Kevin Brechmann für seine gute Idee. Und dann landet der Ball letztendlich im Kasten. Wir schauen nochmal auf die Situation. Der Ball kommt flach rein. Und dann dürfte es der wieder Tim Oberdorf gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht, mit dem Treffer zum 3:0 und das ja quasi mit der Hacke. Brechmann, der ist schnell, links Skolik, rechts Bird. Oder macht er es allein? Kevin Brechmann bringt den Ball raus auf Robin Bird, der schließt ab und Fußparade von Marcel Hölscher. Ball ist aber noch heiß, nochmal in die Mitte, Elfausi, 4:0. Jetzt wird's richtig bitter für den SC Wiedenbrück. Sofian Elfausi, der Joker sticht. Und da hat die ersten beiden Spiele gar nichts geklappt in der Offensive bei Fortuna Düsseldorf. Und jetzt legen sie richtig nach. Erneut kann die Wiedenbrücker Defensive den Ball einfach nicht entscheidend klären. Und dann kann Düsseldorf nochmal in die Mitte legen. Und dann ist es Sofian Elfausi. Interessante Variante. Schauen wir mal, was Tuma draus machen kann. Tuma, 1:4. Der schönste Treffer des Tages. Der gehört wenigstens dem SC Wiedenbrück. Davo Tuma schlänzt den Ball da in den Winkel. Gorka kann nur hinterher gucken. Was sie da mit der Mauer vorhatten, verstehe ich nicht ganz. Aber so gibt es den Treffer für den SC Wiedenbrück. Der Ehrentreffer, auf den wir hier nochmal schauen. Ja, setzt ihn da über die Zwei-Mann-Mauer drüber und dann ist der Ball im Kasten. Wird hier am Endergebnis nicht mehr viel ändern. Aber immerhin.
Los geht's, die Fortuna stößt an in Rot, Weiß und Gold gegen Paderborn in ganz Schwarz. Die Gastgeber von rechts nach links, Fortuna von links nach rechts. Stanilevic mit Ernst. Da haben sie Budimbo vergessen, der steht nicht im Abseits. Budimbo für Matta, aber die Ballername ist Käse. Und dann Elfmeter. So, und jetzt schade, dass ich das nicht mehr sehen kann, aber ich glaube, da sich die Proteste dann doch in Grenzen halten, das ist korrekt. 23. Minute. Steinkötter oder Schulz? Steinkötter! 1:0 für den Sportclub Fortuna in der 24. Spielminute. Das ist der erste Elfmeter seit 2019, den Schulz gegen sich hat. Konnte nur einen von vier halten und jetzt einen von fünf. Fünf-Mann-Mauer von André Weiß. Der sieht den Ball nicht. Bravo, Sanchez, Latte, Tor! Und es musste ein Standard sein. 56. Minute. Und die Heide brennt. Ein erstklassiger Freistoß vom Neuzugang vom SV Rödinghausen. Andere Abgänge in die Regionalliga West hatte Rödinghausen nicht. Also entweder hat Carsten Rump ein bisschen geflunkert oder es ist einer von beiden. Aber das ist egal, denn Justin Steinkötter schnürt den Doppelpack. Da will ich hier philosophieren. Und dann fällt in der 60. Minute das erneute Führungstor für die Fortuna. Klasse Flanke von Arnold Budimbu. Und dann Justin Steinkötter, der die Lücke findet in dieser Dreier-Innenverteidigung. Und dann führen die Gäste wieder. Fußball ist Emotion pur. Das also die Worte hier auf dem Tivoli. 5 Minuten, bevor es am zweiten Spieltag wieder, am dritten Spieltag, pardon, wieder hoch hergeht. Hier vor knapp 15.000, vielleicht sogar oder wahrscheinlich sogar ein paar mehr, die hier heute den Weg auf den Tivoli gefunden haben. Björn, komm auch mit ins Bild. Wir sind zu sehen. Und wir beide haben heute das Vergnügen, euch durch die Partie zu führen. Da scheint nur Probleme am Tor zu geben. Oh, und dann nun jetzt Marcel John hinten irgendwas am Netz. Das wird getaped. Nicht, dass da später irgendwas in die Richtung Phantomtor kommt. Waren oft mit drei Leuten dann auch auf, wo sich Basti Müller dann zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lässt, sodass Winter und Struitsch, die offensiv enorme Qualitäten haben als Außenverteidiger, auch torgefährlich. Oh, Naderi, schöner Ballgewinn. Shio Fukuda, der legt den rüber, 1-0 Gladbach. Kuschrim Asalari. Und Kuschrim Asalari hat er eben super gemacht. Ja, der Fehler vorher von Rumpf, das ist dann natürlich unfassbar bitter und unfassbar ärgerlich, weil Gladbach dann Tür und Tor hinten offen hat. Das ist zu leger, das ist katastrophal, was Rumpf da macht. Und dann muss Asalari nur noch reinschieben. Das letzte, vor dem letzten Drittel, dass man so einen Ball auch hinter die Kette kommt, dass man so einen Brasnic vielleicht auch mal da in Szene setzt. Wilms, oh, setzt er sich stark durch. Dustin Wilms, Brasnic, 1-1, alle Mann lachen. Und wieder Marc Brasnic. Drittes Spiel, dritter Treffer für den 19er auf dem Tivoli. Und das ist entscheidend, das ist überragend, das ist Klasse pur. Wie sich Dustin Wilms durchsetzt. Brasnic schiebt den dann rein. Wie kennt man sich ab?
Mittelfeld spannend. Falls du dich erinnerst, ich habe ungefähr 5 Sekunden vorher gesagt, man müsste es auch mal schaffen, Braslic in Abschlussposition zu bringen. Und das ist das 2-1 für alle Mann Aachen. Der nächste Fehler, das nächste Tor für die Alemannier. Der Tivoli, er ist mal wieder komplett am Kochen. Also das Ding läuft in jedem Jahresrückblick. Was war da denn los? Schauen wir nochmal drauf. Ah, wir haben nur das Ende, aber da, ist das bitter. Und ich glaube, es war wieder Kemper, der den Ball nach hinten spielt, ohne gescheit zu schauen. Olschowski probiert zu retten, kriegt es nicht mehr gerettet. Und das war jetzt was? Eine Minute? Wenn überhaupt. Eine Minute, wenn überhaupt, die Alemannia braucht, um die Partie zu drehen. Fraulo. Ja, den Lufter charmant rein. Frage abseits, ja, nein, vorne ist unten Ausgleich, Gladbach. Und wieder kriegt Aachen einen späten Gegentreffer. Absolut keine Zuordnung da. Der Ball fliegt durch den Strafraum und niemals, nie im Leben darf der eingewechselte Ozan Büyük Aslan das so frei im Strafraum alleine vor Jonen zum Abschluss kommen. Und das ist ja wirklich niemand. Alle aus den Augen gelassen, den jungen Mann mit der 19 bei den Fohlen. Das war cool, Marcel. Habt ihr davon eine Playlist oder sowas? Ja, Playlist gibt's hier. Mega! Habt ihr noch andere Videos? Irgendwie irgendwas Cooles? Ja, letzte coole Video gibt's hier. Ach da! Ja klar. Ja. Und dann würde ich euch, glaube ich, abonnieren. Geht das auch? Abo geht auch. Ja. Abo können wir da. Da ist es. Danke, Marcel.